Lübecks Tor zur Ostsee ist seit nahezu 700 Jahren der Küstenort Travemünde. Er ist heute der größte Fährhafen Europas und Drehscheibe im Handel mit Skandinavien und dem Baltikum. Von dort kamen früher wesentlich kleinere Schiffe mit ihrer Fracht über die Trave bis nach Lübeck hinein. Im Museumshafen vor Anker liegt die Rekonstruktion einer historischen Hansekogge, die Lisa von Lübeck. Manchmal geht sie noch mit Gästen auf große Fahrt über die alten Handelsrouten. Das Wasser der Trave umschließt den historischen Stadtkern wie eine Insel. Seit 1987 gehört dieser Teil von Lübeck zum Weltkulturerbe. So auch das Holstentor, das Wahrzeichen von Lübeck. Das Stadttor aus dem 15. Jahrhundert war Teil der Befestigungsanlage. Heute beherbergt der Backsteinbau ein Museum, das die Geschichte der Hanse thematisiert. Die Hanse, ein mittelalterlicher Städtebund, machte die Stadt zum wichtigsten Handelszentrum im nördlichen Europa. Und Lübeck galt als die Königin der Hanse. Kirchen prägen die Stadtsilhouette, wie die über 800 Jahre alte St. Petri-Kirche. Von ihrem Turm geht der Blick bis zur Ostsee, über die in Backsteingotik errichtete Marienkirche. Im Süden dominiert der Lübecker Dom das Bild. Der Verlauf der Straßen, die über 1000 Häuser der Altstadt, immer noch wie im Mittelalter. Mehr als 85 schmale Gassen, Gänge genannt, durchziehen das Herz Lübecks. Von der Wohltätigkeit eines Ratsherrn zeugt die Stiftung Füchtingshof aus dem 17. Jahrhundert. Witwen von Kaufleuten und Seefahrern durften hier mietfrei leben. Im Lübecker Rathaus werden seit Jahrhunderten die Geschicke der Stadt bestimmt. Wie bedeutend und reich die Stadt einst war, lässt sich an den Fassaden ablesen. Immerhin gehörten einmal unter Lübecks Führung rund 200 Städte zur Hanse. An das Innere eines Schiffes erinnert der Baustil im heutigen Bürgerschaftssaal. Unter der hölzernen Decke machten früher Kaufleute ihre Geschäftsabschlüsse. Der Kaufmannstradition seiner Heimatstadt hat der Literaturnobelpreisträger Thomas Mann mit dem Roman Buddenbrooks ein Denkmal gesetzt. Das Haus seiner Großmutter, in dem die Familiensaga spielt, ist zum Literaturschauplatz für alle geworden. Wir haben also einige Erinnerungsgegenstände aus der Familie Mann, die in Lübeck verblieben sind. Und wir haben auf der anderen Seite inszenierte Romanräume. Thomas Mann hat sehr genau nach Bildvorlagen auch gearbeitet, nach realen Vorbildern. Und das bedeutet, dass man sich relativ schnell in so einer Welt wie der Welt der Buddenbrooks zurechtfindet. Ein weiterer Literaturnobelpreisträger der Stadt ist Günter Grass. Seinem Werk ist ebenfalls ein Haus gewidmet. Der vielseitige Künstler hat sich Lübeck als Wahlheimat ausgesucht, auch um seinem Freund Willy Brandt, dem ehemaligen deutschen Bundeskanzler, näher zu sein. Willy Brandt lebte in Lübeck, bis der Sozialdemokrat vor den Nazis nach Norwegen fliehen musste. Für seine versöhnliche Ostpolitik erhielt er 1971 den Friedensnobelpreis. Das Willy-Brandt-Haus ist wie die anderen Museen in der Altstadt zu finden. Beim Besuch von Lübeck darf eine Zutat nicht fehlen: Marzipan. Dafür ist der Marzipansalon Niederegger eine gute Adresse. Die Leckerei aus Mandeln, Zucker und Rosenwasser wird hier seit mehr als 200 Jahren hergestellt. Lübecks Geschichte wird in der Ausstellung von ihrer süßesten Seite erzählt. Und zum Schluss des Besuches wird das Wahrzeichen der Stadt gern als Souvenir mit nach Hause genommen.